Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind wieder bei Gra König Adalhard von Italien, 60 Jahre alt, der in seinem Leben doch einiges erreicht hat, beziehungsweise für den einige Sachen erreicht wurden, denn daran, dass er das Königreich Italien bekommen hat, hat einfach mal 0,0 was für getan. Er hat noch ein bisschen was vor, aber bevor wir uns hier so ein bisschen um die kriegerischen Sachen kümmern, ihr wisst, wir hatten die letzten Folgen immer wieder versucht, irgendwelche Kriege anzufangen und immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Aber jetzt habe ich eine Idee und ich möchte aber vorher erstmal meine Enkel vermählen. Da sind nämlich einige volljährig geworden und da haben wir hier Frobert, Godefroy, ein Bastard, Ragena, der erstmal nach einem Mädchennamen klingt, aber es ist tatsächlich ein Junge. Bernhard und Adeltrude. So. Und für die habe ich mal ein paar passende Partner gesucht. Und zwar möchte ich Robert Unruhochinger, also wir können jetzt keine Bündnisse dadurch schließen. Deswegen habe ich das mal nach Prestige-Zuwachs gemacht. Und wie gesagt, also irische kommen für mich nicht in Frage, ist zu weit weg. Bulgarische ist mir auch zu weit weg. Ich würde gerne Odien, Kaling, Laon. Die muss irgendwo Seitenzweig von unserer Familie sein. Die möchte ich gerne mit ihm vermählen. Das bringt ordentlich Prestige für beide. Hohe Chance auf Kinder. Da erwarte ich mir viel von. Also das können wir schon mal abschicken. Dann haben wir, wie gesagt, den Bastardsohn. Für ihn habe ich eigentlich auch eine passende. Müssen wir kurz gucken, welche genau das war. Sie. Folaika d'Aubergine, den Namen finde ich klasse, ist die Tochter von dem Dogen von Venedig. Und ich möchte sie mit Godefroy vermählen. Bringt, wie gesagt, keine Bündnisse jetzt, aber ja. Schaden kann es ja nicht. Und für den jüngeren Enkel haben wir hier eine Gräfin in Parma, die tatsächlich. Moment, das müssen wir anders machen. Das funktioniert manchmal noch nicht so ganz. Die tatsächlich nicht matrilineal heiraten würde. So, schauen wir mal nach. Bündnismacht hilft nicht. Prestigezuwachs. Und zwar Gräfin Agnese. Oh je. Vielleicht kann man sie nach Rang sortieren. Nee, das bringt auch nichts. Also ich hatte sie eben hier. Muss sie nur erst wiederfinden. Ja, wo ist sie denn? Das ist eine Barcelona. Französisch-Okzitanisch. Nicht aufzufinden. Gut, ich gucke noch mal kurz und schneide das im Zweifel raus, wenn es zu lange dauert. Also wir finden sie tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Wie gesagt, sie ist gerade eben eigentlich noch da gewesen. Dann muss es halt eine andere Frau werden. Hatte sie jetzt extra hier nochmal gesucht, aber nein. Sie ist nicht dabei. Dann gehen wir hier nochmal nach Prestigezuwachs. Schauen uns nochmal hier kurz ein bisschen um. Kantabrien, die ist wandernd. Nein. Walisisch auch nicht. Kroatisch, nein, eher nicht. Tschechisch. Wir hätten hier eine Lombardin, die ist auch wandernd, aber ist immerhin von ähnlicher Kultur. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach. Einfach damit er verheiratet ist und das ganze Thema vom Tisch ist. Und dann hätten wir noch die jüngeren Kinder. Da können wir jetzt auch mal kurz reingehen. Bündnismacht ist, wie gesagt, bringt nichts. Wir können es hier probieren.
nicht wieder mit einer Infantin. Die müssten jetzt mittlerweile schon fast verwandt mit uns sein. Ihn hatte ich eigentlich auch eine passende. Ich glaube, genau, sie wollte ich dafür nehmen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Genau, mein Enkel wird nicht annehmen. Warum? Patrilineare Heirat. Ja. Matrilinear kommt nicht in Frage. Ja, das ist immer noch das Problem. Dass die nicht so viele Erben haben. Gut, dann suche ich mir für ihn später was. Damit das hier nicht zu lange dauert. Und ja, der Krieg, den wir vor uns haben. Ich würde gegen Sjelland kämpfen. Erstmal haben sie im Moment nicht so viel und außerdem haben sie gerade einen Krieg gegen das Scheichtum von Valencia. Und die haben nicht wenig Truppen, also die könnten ganz schön auf den Sack von denen bekommen. Und auch alle, die noch mit in den Krieg rein könnten, also ihr seht, hier gab es eine Erbteilung, ziemlich sicher. Skane könnte mitkommen, hat nochmal genauso viele. Smallland kann, meine ich, nicht mitkommen. Schweden kann aber. Schweden hat außerdem auch noch einen Krieg, die sind irgendwie in der Lausitz hier unten beschäftigt. Und die könnten mitmachen, wie gesagt, sie sind aber gerade ein bisschen beschäftigt. Genau, und bei denen bin ich mir nicht sicher, wenn, dann bringen sie ja nicht wirklich viel mit. Und die müssen ja auch erstmal hier runterkommen. Also die einzigen, die direkt hier unten landen könnten, wären theoretisch die Schweden. Und alle anderen müssten erstmal hier überall rundherum fahren und hätten dann auch einen ganz schönen Malus. Deswegen würde ich sagen, wir fackeln hier nicht lange. Wir probieren das jetzt mit einem Religionskrieg um diese Grafschaft. Das wird vermutlich kein einfacher Krieg, aber wir probieren es. Okay. Da kommt natürlich gleich die übelst epische Musik hier. Wir werden erstmal alle hier ausheben. So, Verlöbnisse, die angenommen werden. Genau. Und nochmal. Und da haben wir es auch schon. Ah. Okay. Also man sieht auch tatsächlich, die einzelnen Häuptlinge können auch beitreten. Das könnte jetzt natürlich ziemlich bitter für uns werden. Okay. Wir dürfen einfach nicht so lange warten. Wir müssen hier sofort das einnehmen. So schnell es geht. Unser Malus ist natürlich schon ganz schön heftig. Was verlieren wir denn hier? Mantua und Brescia mittlerweile. Was ist denn da los? Geht an Herzogin Isabella von Spoleto. Und die wird auch keine weiteren Kinder bekommen. Dessen können wir uns sicher sein. Und was war das noch? Mantua. Geht an Herzog Bonifacio von Korsika. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Der ist erst 14. Der kann noch Erben bekommen. Deswegen, also Brescia, das kann sein, dass wir uns das demnächst dann von Spoleto zurückholen müssen. Denn das ist ja eindeutig unser Gebiet. So, wie sieht's hier aus? Ja, 3 Monate. Mal gucken, wann die ersten Heiden hier aufkreuzen. Ja. Also angeblich ist hier auch ein Kreuzzug, den sehen wir jetzt nicht, weil wir nicht wirklich teilnehmen. Das sieht auch schon besser aus. Sehr gut, mal kurz auf die Karte hier. Es ist tatsächlich so, dass bisher nur die hier mitmachen. Schweden ist nicht eingetreten bisher. Tja, wartet man dann hier einfach, bis die dann mal vorbeikommen? Oder wie machen wir das dann? Könnte man eigentlich auch machen, ne? Wir nehmen das Kriegsziel ein. Und, also ich würde jetzt nicht da hochfahren, das mache ich nicht.
Wir haben die Belagerung gewonnen, gab ein bisschen Geld. Gefangene. Tochter des Häuptlings. Das sind schon 44%. Was ist denn hier los? Treviso hat schon wieder was. Einen negativen Malus. Ein negatives bekommen. Wir bekommen doch auch, dadurch, dass wir das Kriegsziel haben, Punkte. Eigentlich schon. Müsste ein bisschen hochticken. Ja. So. Dann schauen wir mal. Ach, schaut mal an. Da oben sind welche gelandet. Das ist eine Feindarmee. Da müssen wir jetzt natürlich gleich mal los. Nicht, dass der uns noch gefangen nimmt. 4 Monate haben wir, bis wir drüben sein müssen. Das könnte ein bisschen knapp werden. So, 4 Monate. Wir haben natürlich auch noch Verbündete, die wir mit reinrufen können. Das mache ich, sobald das nötig ist. Solange wir es alleine können, mache ich das auch alleine. Na? Na, 2 Monate. Oh nein. Wie kann ein Herz nur solchen Schmerz erleiden, ohne zu brechen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Und doch bin ich hier, mein Herz schlägt weiter, während das eure verstummt ist. O Adele, mein Augenstern, ohne euch wird das Leben nicht dasselbe sein. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, zumindest bleiben die Erinnerungen. Bekommen wir 35 Anspannungen. Ich hoffe, ihr findet nun euren Frieden, Adele. Also, da gibt es jetzt eigentlich keine Eigenschaft, die ich in eine Richtung weise. Ich würde sagen, wir wollen Frieden finden. Wir wollen ja jetzt nicht zu gestresst werden hier. Irgendjemand kann heiraten. Ach, wir sind nicht verheiratet. Ja, aber gut, wir sind 61, ne? Ich denke nicht, dass wir da nochmal heiraten müssen. Die hauen ab. Habe ich hier eigentlich eine Bergverteidigung, obwohl das mein Territorium ist, ne? Okay. Unser Sohn ist schwäbisch geworden. Ha. Ach so, ja, weil das hier natürlich schwäbisch ist. So, wir bleiben jetzt einfach hier stehen, würde ich sagen. Warten mal ab. Sind unterversorgt. Wir sind gut versorgt. Wir verlieren jeden Monat 10 Leute hier. Was? Unsere Schwester Judith ist gestorben und dafür verlieren wir Anspannung? Okay. Die mochten wir wohl nicht. Interessant. Hochinteressant. So, ja, jetzt stehen wir hier. Die gehen nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ich greife die nicht in den Bergen an. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Da können zwei heiraten. Mein Enkel. Ich hier zur Seite ziehe, haut er dann in eine Richtung ab. Wenn ich nach Treviso gehe, kommt er dann irgendwo wieder her? Ich weiß es nicht so richtig. Ein Neffe wurde bei der Belagerung von Hohenberg getötet. Bauernaufstand. Eieieiei. Wir haben einen Kriegsvorzug. Dingens. Wir machen mal die Kontereffektivität als nächstes. Na? Ja, die wollen nicht. Die wollen gar nicht gegen uns kämpfen. Wenn die jetzt angreifen, haben wir ausgeglichene Chancen. Wir haben mehr Truppen. Die haben höhere Güte. Sie haben eine Bergverteidigung. Ihnen geht die Versorgung aus. Ja, Was passiert, wenn ich von hier oben herkomme? Haben sie immer noch eine Bergverteidigung? Es ist doch unser Gebiet. Ja, das wäre immer so, dass man auf seinem eigenen Gebiet da keine Verluste hat. Da haben wir auch fast die Gemeindekontrolle. Aha. Schaut mal an. Er zieht runter. Und jetzt können wir ihn vielleicht. Nein, wir erwischen ihn wieder nicht. Okay, wir ziehen hier wieder zurück. Vielleicht bleibt er stehen.
Oder kommt nochmal zurück. Ja. Er kommt wieder zurück. Dann ziehen wir jetzt über die Berge. Aha. Schaut mal. Gehen wir hier hoch. Und jetzt wollen sie wieder auf die Schiffe. Weiß nicht, ob wir sie noch erwischen würden. Wahrscheinlich ja nicht, ne? Na? Jetzt erwischen wir sie. Verteidigung einer Furt. Hm. Toll. Und da wären sie wieder in den Bergen. Also ich glaube, wir müssen das jetzt mal schlagen. Okay. Das wird spannend. Gehen wir mit der Geschwindigkeit ein bisschen runter. Ich will es mir anschauen. Wir haben einen Vorteil. Wir haben auch deutlich mehr Truppen, weil Kampf in ungünstigem Gelände für die leichte Reiterei. Außerdem werden sie von uns gekontert. Die Bogenschützen kontern das leichte Fuchsvolk. Die kämpfen zwar in günstigem Gelände, aber sie können ja nichts von uns kontern. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Das verläuft sehr zu unseren Gunsten. Unser Bruder Berengar ist verstorben. Dynastieoberhaupt ist Graf Andika. Warum ist das denn immer der? Ich verstehe das nicht. Ich meine, wir sind doch viel mächtiger. Oder geht das nach der Senioralität sozusagen? Hm. Vielleicht wird es doch Zeit für unser eigenes Haus. Schon möglich. Also. Mehr Kontrolle in Gemeinde. Für Treviso würde ich sagen. Das ist bisher noch das Schlechteste. Dauert noch 9 Jahre. Was? So. Die sind geschlagen. Hier sind noch keine Armeen aufgetaucht. Also gehen wir mal zurück. Die Armee, diese Schlacht war auf jeden Fall sehr gut. Was haben wir hier? Wir können... Ah, wir haben 2 Gefangene. Häuptling Kohl. Sigurdsson. Achso, seine Tochter. Achso, nee, die haben wir ja... Ja... Okay. Diese Frau ist unzüchtig. Könnte gelingen, ja, aber wird nicht passieren. Dann haben wir hier unseren Enkel. Ist sein Ehepartner nicht mehr verfügbar? Hatte ich ihm nicht eine ausgesucht? Nee, habe ich anscheinend nicht. Dann schauen wir jetzt nochmal nach dem Prestige. Oh, Prinzessin Maho von Westfranken wäre bereit. Stammler. Hm. Also wäre auf jeden Fall eine Idee. Hildeburg ist die Tochter von Prinz Charles. Ja, hat auf jeden Fall tolle Ansprüche. Das ist eigentlich zu gut. Also das kann man eigentlich nicht ablehnen. Unseren Enkel. Ja. Das machen wir. So. Dann verfolgen wir mal unseren Gegner. Mal sehen, wo die hinlaufen. Nach Venedig. Schwaches Redevermögen. Wie sieht es eigentlich aus mit unserem Bischof hier? Nee, das ist kein Problem. So, wir schauen mal, ob wir sie nochmal einholen können. Die haben Rückzugsmaus. Ich glaube, die sind immer noch am Fliehen. Kann das sein? Dann müssen wir wieder über eine Fuhr drüber. Wen will er denn jetzt wieder? Dahin? Da steht er. Und wir kriegen ihn und werden ihn sehr wahrscheinlich besiegen. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Wir haben zwar Elite-Güte und wir nur hohe, aber ja, unsere Bogenschützen kontern das ganz gut.
Das ist jetzt zwar günstigeres Gelände, aber nee. Also das war's für die. 78% Kriegsstand. Es ist noch keine weitere Armee aufgetaucht. So, was lief hier gut und was lief schlecht? Wir haben zwar selber auch Verluste gehabt, haben aber viele Verluste gemacht vor allem. Ja, also die waren eigentlich alle sehr gut. Ist ganz gut eingestellt, unsere Armee. Gegen diesen Gegner zumindest. Immer schön hinterher. Mal im Blick behalten, ob hier vielleicht doch noch mal einer anlandet. Ja, wenn man wüsste, wohin die fliehen, ne? Mal schön hinterher, das dürfte in die Richtung gehen. Unser Ratsmitglied ist verstorben, das heißt, wir brauchen einen neuen Ratskanzler. Und da gibt es tatsächlich einen mächtigen, der sehr gut ist, Graf Silvestro von Orbetello. Der hat sich das, denke ich, verdient. Na, 19 kann er uns sehr gut dienen. Na, doch, wir erwischen ihn nochmal. Bestens. Er kann auch nicht mehr fliehen. Er hat immer noch die höhere Güte, aber ich glaube, gegen eine dreifach überlegene Streitmacht, sogar fast vierfach, kann er nicht wirklich was ausrichten. Ja, das ist deutlich. Gut. Oh, wir haben eine wertvolle Geisel. Das ist der König von Zierland höchstpersönlich. Und damit haben wir die 100%. Zwei weitere haben wir auch noch. Bestens. Wir können unsere Forderungen erzwingen. Das machen wir auch. So. Wir haben 100 bekommen, 50 Hingabe. Ja, das finde ich gut. Können wir auflösen? Bestens. So, damit gehört Nizza auch zu uns. Hat natürlich jetzt eher eine mittelmäßige Kontrolle. Moment mal, da sehe ich gerade, das ist waldensisch. Dann müsste er eigentlich mal bekehren gehen. Hier. 11 Jahre soll das dauern. Na, das wird ja schön. Unser Sohn hat Ravensburg, genau. Sieht in die Erbfolge aus. Friaul. Er bekommt Genua und Treviso. Nizza, Paduan. Also so ganz verstehe ich das mit der Bundteilung manchmal auch nicht. Das geht alles zu gleichen Teilen. Ja, schön und gut, aber irgendwie scheint mein Erstgeborener nicht besonders viel zu bekommen, außer den Königstitel. Die nächste Eheschließung. Was haben wir? Nee, da möchte ich eigentlich nichts mitmachen. Wir sind nicht verheiratet. Ja, klar, die Domänenschwelle ist auch wieder unter. So, wir haben eine ganze Menge Gefangene. Da wollen wir doch mal schauen, wen wir hier haben. Häuptling Dan. Können wir den gleich verkaufen? Ja, machen wir. Häuptling Heising. Der bringt nicht so viel. Dann muss er noch ein bisschen warten, würde ich sagen. Nofefa, die bringt sowieso nicht. Aha. Der wird das nicht akzeptieren? Einen Gefallen macht er auch nicht. Warum? Unwichtiger Höfling. Okay. Eine 14-jährige, ja, 14-jährige Bastardtochter. Könnten wir einfach so freilassen. Da hab ich, bringt mir ja nichts, die aufzubewahren hier. Das ist die. Ist auf jeden Fall von der
Dynastie von unserem letzten Kriegsgegner für einen Gefallen. Und er hier? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht gierig oder so. Wir sind ja eher großzügig. Wir könnten auch sagen, wir lassen ihn einfach so frei. Und wer hat was hier verloren? Herzogin Isabella. Gegen Prinz Ingolf von Benevento. Okay. Ja, das finde ich, ist ganz gut gelaufen. Was ist hier los mit dem Schwedentypen? Der hat mehrere Kriege. Der hat das mit der Lausitz. Das sieht, naja, leicht gut aus. Eroberung des Häuptlingstums von Firdafylki, wo auch immer das ist. Sieht sehr gut aus für ihn aus. Er hat allerdings auch Bauern gegen sich. Ja. Ich überlege natürlich, ob ich den Rest von der Provence nicht auch noch gleich erobern kann. Smallland ist besetzt, die werden nicht mitmachen. Zierland hat ja gerade ein bisschen von uns auf den Sack bekommen. Die überlegen sich das vielleicht nochmal. Skane könnte mitmachen. Dänemark kann, glaube ich, nicht. Kann, glaube ich, nicht mitmachen. Jämtland wäre noch möglich. Die haben auch nicht gerade wenig. Oppland und diese Kleinen, ja. Also bei den Schweden ist schon schwieriger. Die sind finnisch, die werden nicht mitmachen. Also die Schweden sind schon eine größere Hausnummer. Ja. Nun gut, aber ich würde sagen, das war ein durchaus erfolgreicher Krieg. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.